und herzlich willkommen bei Berliner AR-Drohnen. Mein Name ist Stefan Förster und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr die Frontkamera der AR-Drohnen ein klein bisschen im Winkel verändern könnt, damit ihr mehr seht, was vor euch ist bzw. was unter euch ist. Die Bodenkamera dafür ist ja nicht ganz so geeignet. Die macht halt nicht so schöne Aufnahmen. Das muss sie auch eigentlich nicht. Es würde dann technisch nicht funktionieren, aber das können wir anders nochmal klären. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn man ein bisschen nach unten gucken möchte, dass man die Frontkamera ein bisschen nach unten neigt. Man sagt, so in etwa 10 Grad sind dafür erforderlich. Dafür müssen wir zwei Anpassungen vornehmen. Zum einen müssen wir die Kamera als solches selbst ein bisschen im Winkel neigen. Da nehmen wir einfach ein klein bisschen was von der Befestigung ab, wo sie festgemacht ist, und können sie dann ein bisschen reinklappen und biegen dann zwei Metallstücke zusammen. Das dauert eigentlich nicht so lange. Und dann muss theoretisch noch die Hülle hier draußen noch ein klein bisschen angepasst werden an den Seiten und hier unten, weil das Blickfeld sonst nicht vollständig ist. Das ist aber allerdings eine Geschmackssache. Wer eh die Videos ein bisschen ranzoomt, der braucht es nicht machen. Wer die Videos natürlich so in der vollen Auflösung, wie sie aufgenommen werden, auch ins Internet stellt, der müsste unter Umständen halt ein klein bisschen hier die Seiten anpassen. Wir haben ja wie gesagt eine AR-Drohne 2.0. Bei der 1er kann man das nicht ganz so einfach machen. Da ist die Konstruktion der Hülle ein klein bisschen eine andere. Die Hülle hier legen wir erstmal hier beiseite. Und ich zeige euch, was ihr machen müsst. Das ist eigentlich auch nicht großartig kompliziert. Ihr müsst ein klein bisschen drauf achten, weil hier oben befindet sich das Flachbandkabel oben drauf. Und das darf natürlich nicht beschädigt werden. Das heißt, wir gehen die ganze Sache von unten an. Wir drehen also die Drohne dafür erstmal um. Und nehmen uns ein spitzes Messer, ein wirklich scharfes Messer oder am besten noch ein Skalpell. Ich benutze, wie gesagt, bevorzugt ein Skalpell. Und dann gucken wir, dass wir das hier an der Plastikkante ein bisschen einschneiden können. Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Ruhig ein bisschen vorsichtig und nicht zu tief. Und dann können wir das Ganze dann später ein bisschen hervorklappen. So sieht das Ganze dann aus. Die Kamera ist locker. Hier unten ist dann das Kabel. Das sehen wir. Man darf nicht zu weit reinschneiden, weil man sonst das Kabel beschädigt. Das wäre ein ganz blöder Fehler. Und jetzt nehmen wir einfach hier ein klein bisschen was raus, sodass wir diese dann reinklappen können. Und dann kleben wir das Ganze noch ein bisschen fest mit einer Heißklebepistole. Die habe ich schon parat gelegt. So würde das Ganze dann theoretisch von der Seite aussehen. Das sollte eigentlich schon reichen. Das ist jetzt nicht so viel. Wir können das ja mal umdrehen. Und wir machen das noch ein bisschen weiter rein, dass es ein bisschen fester ist. Und dann haben wir etwa den Winkel. Und dadurch geht es nicht ganz runter. Das braucht man auch nicht. Ein klein bisschen gerade ausgucken will man ja auch. Man will ja sehen, wohin man fliegt. Und aber ich denke, ein klein bisschen können wir davon noch wegmachen.
Wie gesagt, immer schön unten auf dieses Kabel achten von der Kamera. Das darf nicht beschädigt werden. Lieber ein bisschen weniger die Kamera rausklappen als zu viel. Ja? Ruhig ein bisschen Zeit lassen. Wenn ihr das erste Mal das macht, seid eh noch ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß inzwischen, wie man was machen kann. So. Wir kleben die dann jetzt noch mit einem kleinen Heißklebepunkt fest, drücken die rein und drücken außen die Metallstücken zusammen. So, dann schließen wir mal die Klebepistole an. Und müssen einen Augenblick warten. So, das läuft schön vorsichtig. Ein bisschen was davon auftragen, ruhig ein bisschen in die Mitte, kann auch ein klein bisschen mehr sein, aber nicht so viel, ruhig einmal durchdrücken, den Überschuss, den machen wir nachher weg, dann drücken wir das Ganze hier einmal rein, halten das so ein bisschen fest und brauchen dann theoretisch gesehen eine Zange, die im günstigsten Fall diese beiden Dinger, ihr merkt es schon, es ist nicht ganz einfach, so ein klein bisschen einbiegen. So. Und ihr seht, ihr habt dann eine Frontkamera, die ein bisschen im Winkel geneigt ist. Guckt am besten, dass es auch gerade geschieht, aber durch die Fixierungsschienen hier an der Seite, durch diese hier, kann die eigentlich auch gar nicht schief eingebaut werden. Ansonsten gebe ich den Tipp, wenn es doch ein bisschen ist, in einer guten, normalen Videosoftware kann man eigentlich die Bilder noch ein klein bisschen nachkorrigieren, den Winkel ein bisschen drehen und dann sollte das nicht das Problem sein, das Bild dann auch gerade hochzuladen. So, dadurch ist sie jetzt eigentlich fixiert, sie kann nirgends mehr hin, sie sitzt auch ordentlich, wunderbar. Und dann muss eigentlich, und das ist halt der Trick dabei, passiert Folgendes, ich setze nochmal die Originalhülle rauf. Ja. Um euch das genauestens zu zeigen. Das Problem ist, wie ihr seht, ist hier der Sichtwinkel beeinträchtigt. Eigentlich auch hier drüben, also links und rechts und unten. Und das Problem kann man lösen. Das ist eigentlich keine schwierige Sache. Es geht bei der Outdoor-Hülle genauso wie bei der Indoor-Hülle. Ich zeige euch jetzt mal eine Hülle, die ist nun leider schon ein bisschen ramponiert. Aber da habe ich das auch gemacht. Und ihr seht hier vorne, hier habe ich was zum Zeigen mit dem Skalpell. Wenn ihr seht, die Ecken hier vorne sind ein bisschen, einfach ein bisschen eingedrückt. Das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe ein Feuerzeug genommen, beziehungsweise mit einem Bunsenbrenner, habe einfach ein bisschen eine Messerspitze, eine glatte, habe ich einfach ein bisschen heiß gemacht und habe diese dann vorsichtig immer an die Seiten rangedrückt. Hatte vorher natürlich geguckt, übers iPad dann in dem Fall bei mir, wie weit ich das eindrücken muss, dass das Sichtfeld frei ist. Habe das, wie gesagt, eingedrückt, wenn es ein bisschen heiß ist. Unten muss man es auch unter Umständen machen. Habe ich hier, das war das bei mir nur in den Ecken erforderlich. In der Mitte gar nicht, das passt. Oder passte bei meiner Drohne. Und dann hat man auch ein freies Sichtfeld und sieht jetzt auch nicht weiter schlimm aus. Ist, finde ich, eine bessere Variante, kann beim Absturz auch nichts kaputt gehen. Es gibt auch Halterungen, die man extra anbauen kann, die ein bisschen weiter rausstehen oder wo man das Gehäuse an sich noch ein bisschen bearbeiten muss, wo man auch nach Lust und Laune die Gradzahl an sich einstellen kann, wie die Kamera nach unten gucken soll. Aber davon halte ich eigentlich nicht ganz so viel. Es ist zwar eine lustige Sache, aber es kann auch beim Absturz sehr schnell kaputt gehen und dann hat man Geld umsonst rausgeworfen und das wäre sehr schade. Von daher finde ich diese Lösung eigentlich am sinnvollsten. Für mich und meine Zwecke, sage ich mal, wenn ich jetzt einfach ein bisschen in Parks fliegen gehe, auf Industrieanlagen, auf Spielplätzen oder sonst wo, wenn ich Drohnen repariere dann, und Kunden sowas wünschen, dann biete ich denen meistens auch immer diese Möglichkeit hier an. Das ist jetzt, kostet nicht so teuer. Der Umbau hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert. Also jetzt hier mit dem, wenn man das jetzt noch zurecht
ja, machen würde. Die Hülle ist, sage ich mal, in 20, 30 Minuten erledigt. Also es schafft man eigentlich locker. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Videogucken und wünsche euch noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß. Bis demnächst, euer Stefan Förster von Berliner Aerodrom.